Was möchtest du, Kollege? Hast du mich vermisst? Halt, Bayek! Septimius ist Römer. Wir behandeln ihn nach römischem Recht. Er tötete meinen Sohn! Der Pharao ist tot! Jetzt bin ich mal gespannt. Wie geht es jetzt weiter? Wir haben ihn nicht umgebracht. Wofür wir so lange gearbeitet haben, gehört nun uns. Wir haben unsere Feinde bezwungen. Nur wir können Ägypten in eine neue Ära des Wohlstands führen. Okay. Der, der unseren Sohn tötet, ist jetzt da oben. Den schnappen wir uns. Ich komme, was wolle, den töten wir. Bayek. Wir rechnen unseren Sohn, egal was kommt, auf jeden Fall. Stehst du nun auf Septimius Seite und wir werden aus dem Palast verbannt? Ich verurteile nicht das Gift in euren Augen, aber hört einen Moment zu. Sprich, schnell, sonst bist du am falschen Ende meiner Klinge. Eure Dienste werden nicht länger benötigt. Kleopatra hat euch mit Gold entlohnt. Es tut mir leid, Aya. Leid? Sie verdankt uns alles! Wir gaben ihr die Krone und sie steht neben ihm? Wo bleibt unsere Gerechtigkeit? Septimius sollte in Rom gerichtet werden. Schützt Caesar etwa den Orden? Ein Kompromiss, um Kleopatra zur Königin zu machen. Der Mörder unseres Sohnes ist dein Verbündeter? Wir werden alles tun, um ihn zu töten. Ist das klar? Caesar gibt euch die Schuld an Ptolemäus Tod. Ein Pharao, ein Gottbajek, das kann ich nicht ändern. Ich scheiß drauf, was Caesar denkt. Aber Kleopatra und ich hatten eine Abmachung. Gib mir Zeit, Aya. Ich werde die Wogen glätten. Bis dahin bitte ich euch, seid vorsichtig. Nicht alles ist, wie es scheint. Oh! Verräter. Mit all meinen Worten habe ich nichts mehr zu sagen. Oh, er lebt noch. Kleopatra ist von Rom vergiftet. Und wir von ihrem Verrat. Wir werden mit Ägypten brennen. Der Orden ist nun stärker. Sie haben Rom. Moment, Moment.
Ich lag falsch. Ich trage die Verantwortung. Als mein Junge starb, schlug ich zurück voller Wut und Zorn. Doch das machte sie nur stärker. Wir sind alle verschieden. Doch wir kämpften gemeinsam, damit Kleopatra auf den Thron kam. Das war ein Fehler, meine Freunde. Doch er hat uns näher zusammengebracht. Nun verstecken sich unsere Feinde hinter Kronen. Arbeiten im Schatten von Königen und Königinnen. Doch wer arbeitet im Schatten für das Volk? Das sind wir. Etwas entstand aus alledem. Und es beginnt jetzt. Wir müssen weiterkämpfen und den freien Willen des Volkes verteidigen. Und wie klein sie auch sein mag. Unsere Bruderschaft ist die einzige Hoffnung. Und unser Königreich braucht keine Krone. Woran wir glauben, unsere Werte, unser Credo, wird uns vereinen. Ich verspreche allen Söhnen Ägyptens, der Vater zu sein, der ich an jenem Tag nicht war, in Siwa. Auf die Bruderschaft! Die Bruderschaft! Du hattest recht. Ich vertraute auf die falsche Göttin. Eine Frage bleibt aber noch offen. Septimius. Er nahm Alexanders Stab. Wieso? Oh ja. Er und Flavius hatten großes Interesse an Alexanders Grab. Dort fangen wir an. Jawohl. Ich werde Kleopatra vernichten für das, was sie getan hat. Konzentrieren wir uns auf unser Vorhaben. Was ist übrig, Bayek? Nenn mir eine Sache, die uns noch bleibt. Siva. Der Rest uns. Wir dürfen nicht aufgeben, Arya. Wir suchen immer noch Hemmus Mörder. Ja, wir werden nicht aufgeben. Und wir haben den Mörder. Noch ein Stapel Leichen verdeutlicht unseren Standpunkt. Wir gehen hier lang. So, sie geht unten lang, wie oben lang. Zu lange her, dass wir für mehr als ein paar Tage zusammen waren. Ja, deswegen ist sie auch da hinten. Hallo? Klettert doch bitte hoch. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Scheiß auf vorsichtig, sie haben ja den Tod verdient. Ah ja, er ist nicht einfach, der Weg, dem wir folgen. Hä? Ja, wo geht's denn runter? Ah ja, okay, nice. Oder soll ich? Doch, doch. Hier werden die Wachen nach uns suchen. Apollodoros! Wir müssen uns beeilen. Ihr hättet nicht herkommen sollen. Aber wir gehören hierher. Endlich. Jemand, den wir töten. Oh shit, jemand Damage.
irgendwie was Damage machen. Hör auf zu zappeln. Du überlebst du nach. Tut mir leid. Er tötete euren Sohn. Sie waren hier. Sie nahmen mir die Sphäre ab. Sie gehen nach Siva. Siva? Balk, Eier. Euer Volk ist in Gefahr. Geht los. Gute Reise, Apollodoros. In das Haus des Hades. Der Löwe. Zurück da, wo alles angefangen hat, in Siva. Es ist völlig still, sogar die Tiere. Ah, irgendeine Plage hat das Dorf befallen. Das war diese Viper Flavios. Wir hätten ihm längst die Eingeweide rausreißen sollen. Gehen wir in das Gewölbe. Ja, das können wir gleich machen. Ziele. Wir haben noch zwei Ziele. Flavius, der Löwe und, ja, der Schakal. Den Affen haben wir ja erledigt. Dann haben wir noch einige Quests. Wie sieht es aus mit der Ausrüstung? Komm, wir können noch was herstellen. So. Das einmal machen. Wenn wir nochmal drei haben, kann man dann nochmal ein Tier zähmen. Jawohl. Römische Soldaten. Sicher, was ist das für ein Pferd überhaupt? Für mein Pferd haben. Gefahr voraus. Schaltet die Eindringlinge aus. Okay. Haben wir? Was für ein Damage wir jetzt machen auf diesem Level? Boah, so ein Crit pfeffert aber schon ordentlich. Hey Kollege, komm her! So. Weiter geht's. Oh, wie krank sind die einfach, hier so eine Seuche in Siva zu haben, reinzumachen, wo die ganzen Tiere hier sterben und die ganzen Bewohner am Boden liegen. Ich schmeiß die ganzen Tiere an. Das ist schon grausam. Das ist fast wie in China. Es war die ganze Zeit Flavius. Er brachte Cäsar und die Römer her und wollte die Macht übernehmen. Wir haben ihm vertraut. Wir waren Narren.
So. Das ist schon krass, unsere eigene Heimatstadt, für die wir die ganze Zeit kämpfen, uns gegen uns stellt. Das ist schon... Ja, ne? Sei vorsichtig. Das ist aber ein sehr gemeiner Schachzug, einfach alle zu vergiften. So, kletter hoch. Bayek! Komm, du schaffst das. Hoch da. Ach, unten drunter ist, müssen wir sein irgendwo, ne? Oh, wir getauscht sind! Wie ein Weltmeister, hier! Hund, Alter! Man wisst, ihr wisst das nicht, aber hier waren wir mal ganz am Anfang gespielt. So, weg mit dem Müll. Geht mir aus dem Weg. Ägypten ist gespalten. Gewaltige Armeen sammeln sich, während die Führer der Welt Ränke schmieden. Ptolemäus, der Kindkönig, will die gesamte Region kontrollieren. Verbündet ihr euch mit meiner Schwester, lasse ich jeden Römer in Alexandria töten. Aber er ist eine Marionette und niemand weiß, wer die Strippen zieht. Die entthronte Pharaonin Kleopatra dürstet nach Macht. Wir haben Informanten in allen Regionen. In ganz Ägypten arbeiten mysteriöse Kräfte gegen uns. Sie setzt Gefolgsleute mit tödlichen Fähigkeiten ein, um sich den Thron zu sichern. Es wird Zeit für tödliche Attentate. Caesar, der legendäre Stratege, mit der Macht des ganzen Römischen Reiches im Rücken. Seine wahren Motive sind unklar. Gemeinsam können wir mehr erreichen als Alexander. Er wird die Karten aufdecken, bevor der Krieg zu Ende ist. Gut, böse, das sind nur Wahnvorstellungen in der Wüste. Willenskraft ist alles, was zählt. Du magst kein König sein, Bayek, aber du wirst Geschichte schreiben.